Der Hund bellt wieder. Die Barking Dog Studios nehmen mit ihrem Taktik-Shooter Global Operations, Counter-Strike und Co. direkt ins Visier. Bevor sie sich ins Kampfgetümmel stürzen, entscheiden sie sich für einen von 6 Charakteren und rüsten diesen mit dem nötigen Equipment aus. In 13 Einzelspielermissionen bekämpfen sie als Mitglied einer Spezialeinheit Terroristen rund um den Globus. Ihre Teamkollegen werden dabei vom Computer gesteuert und geben ihnen jede Menge Feuerunterstützung. Go, go, go! Die Missionsziele sind weit gefächert. Mal müssen sie einen mit Drogen beladenen LKW in die Luft jagen, ein anderes Mal ein Kraftwerk vor Terroranschlägen beschützen oder wiederum Geiseln aus den Klauen der Bösewichte befreien. Enemy spot affirmative. Roger. Seine wahren Stärken legt Global Operations im gelungenen Mehrspielermodus an den Tag. Darin dürfen Sie sich mit bis zu 24 Zockern gleichzeitig im Internet oder übers Netzwerk bekriegen. Wie im gelungenen Return to Castle Wolfenstein kommt auch in Global Operations dem sogenannten Medic, also dem Sanitäter, ein besonders hoher Stellenwert zu. Er besitzt nämlich die Fähigkeit, sämtliche Teammitglieder per Spritze zu heilen. Selbst hoffnungslose Fälle peppelt er wieder auf. Mit der richtigen Taktik, viel Teamgeist und einem schnellen Abzugsfinger feiern sie schnell erste Erfolge. Beißen sie dennoch einmal ins virtuelle Gras, ist das Spiel für sie trotzdem längst nicht gelaufen. Ein Mausklick genügt und sie finden sich im Ausrüstungsbildschirm wieder, wo sie sich mit neuen Waffen ausstaffieren und kurz darauf wieder tatkräftig ins Geschehen eingreifen. Ob Global Operations sein Geld wert ist oder Sie besser auf Counter-Strike Condition Zero warten sollten, erfahren Sie in unserem ausführlichen Testbericht.